Hallihallo, liebe Retro-Filmfreunde. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen weiteren Film aus meiner, ja, ich sag mal, wilden Jugend mitgebracht. Und zwar handelt es sich da um den von Julian Temple 1989 gedrehten Film Earth Girls Are Easy, also Erdenmädchen sind leicht zu haben, der hier in Deutschland unter dem fast wörtlich übersetzten Titel Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte, in den Handel kam. Er lief dann auch eine Zeit lang unter Mein Liebhaber vom anderen Stern, was nicht ganz so peinlich ist wie Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte. Und ja, der trifft es auch einigermaßen auf den Kopf. Diese DVD erschien im September 1990 und ist von Marketingfilm. Jo, worum geht's? Wir haben drei Aliens, gespielt von einmal Jeff Goldblum. Dann haben wir noch Jim Carrey und Damon Wayans. Das sind halt die drei Aliens, die landen mit ihrem Raumschiff in dem Pool von Valerie, gespielt von Jeff Goldblums damaliger Ehefrau Gina Davis. Die beiden hier auch vorne drauf. Wunderbar, tolles Team, haben auch in Transsilvanien 65000 miteinander gespielt und natürlich in David Cronenbergs Die Fliege. Aber dieser Film hier ist halt etwas anderes. Ja, es ist eine Komödie, wie ihr euch vermutlich schon gedacht habt. Es ist mehr als eine Komödie, es ist eine Musical, eine Musical-Sex-Komödie quasi. Wobei Sex, also wir bekommen hier weder Brüste und Popos und solche Sachen zu sehen, noch den eigentlichen Geschlechtsakt. Zumindest, ja, er wird zwar angedeutet, aber nicht übermäßig ins Bild gerückt. Ja, also die Aliens, ich war ja gerade am Erzählen, um was es geht. Die Aliens landen halt im Pool von Valerie, wollen ihr Raumschiff wieder flott kriegen, um möglichst schnell wieder abzuduften. Unterwegs, also während das Raumschiff trockengelegt wird, verliebt sich Cebo. Ist das Cebo? Nein, Mac. Mac. Mac verliebt sich in Valerie und Valerie verliebt sich in Mac. Und ja, der ganze Rest macht sich halt über die Erdenmädchen her. Dabei wird sehr viel gesungen, sehr viel getanzt. Es ist ein tolles Musical im Stil der 50er, 60er Jahre. Hat auch sehr viel 80er Jahre Flair. Da ist es halt auch entstanden. Und man sieht halt auch, dieser Film atmet die 80er Jahre aus. Am Strand sind halt nur Blondinen erlaubt. Der Surfer-Dude, übrigens gesprochen von Tommy Pieper, ganz toll. Der kann nämlich sehr viel mehr als nur Alf. Ist ein toller Synchronsprecher und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade, dass man ihn immer nur auf Alf reduziert, weil Tommy Pieper würde ich gerne viel häufiger hören, auch gerne im Hörspiel. Er hat ja zuletzt bei Man in Red, also Man in Green 2, von Wolfie Office mitgesprochen. Und ja, es ist schade, dass man Tommy Pieper heute nur noch so selten hört. Jetzt habe ich mich ein bisschen verfranst. So, Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte. Ein toller Film, tolle Musik, echt toller Humor, richtig witzig, richtig, ja, der macht richtig Spaß. Ich habe den damals als Jugendlicher sehr gerne gesehen. Ich muss auch sagen, ich war ein kleines bisschen in Gina Davis verliebt. Und Jeff Goldblum ist so eine ganz coole Socke. Und wie gesagt, Damon Wayans haben wir noch mit dabei. Ebenfalls ein sehr cooler Comedian. Und Jim Carrey in einer seiner ersten Rolle. Kaspar Drum, wie man es von ihm kennt. Richtig, richtig toll. Kleine Empfehlung von mir. Zebo, der Dritte aus der Sternenmitte. Lasst euch nicht von dem saublöden deutschen Titel irritieren. Schaut ihn euch an. Und falls da draußen irgendein Label ist, das jetzt sagt, hey, genau, den hatten wir ja auch noch, das wäre ja cool, bringt ihn doch auf Blu-ray raus. Wäre echt schön, weil die DVD, man kann sie sich zwar angucken, aber Bild- und Tonqualität hat noch deutlich Luft nach oben und Bonusmaterial ist hier auch kein nennenswertes drauf. Wir haben hier eine Slideshow, Filmografien, Behind the Scenes, Delete Scenes. Okay, ja, ist doch ein bisschen was drauf. Aber eben, auch da wäre deutlich mehr drin. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn ihr diesen Film kennt und mögt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Kommentar da, was euch gestört hat, damit ich das beim nächsten Mal abschalten kann. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Speyer.